Servus, heute bei Hobbyhandwerk geht es hier um diesen Dyson V10 und zwar lässt er sich nicht mehr einschalten. Wenn ich hier diese Taste drücke, tut sich gar nichts mehr, es leuchtet hier unten diese Anzeige nicht mehr und auch der Motor bzw. der Staubsauger springt nicht mehr an. Ich vermute, dass hier innen drin diese Mechanik defekt ist, denn hier habe ich noch einen Zweitakku. Da kann man sehen, dass dieser Akku eigentlich über diesen schwarzen Taster bedient wird, wenn ich den reindrücke. Dann leuchtet der Akku. Also das heißt, er gibt dann hier oben die Spannung frei für den Motor und dann würde der Staubsauger angehen. Demzufolge schätze ich mal nicht, dass hier dieser Schalter direkt am Akku defekt ist, sondern eben diese Umlenkmechanik, die eben hier auf diesen schwarzen Taster drückt, der mehr oder weniger im Akku dann diesen elektrischen Schalter betätigt. Um es mir möglichst einfach zu machen, werde ich als erstes mal den Akku entnehmen und mal schauen, ob ich von hier unten im Griff reinschauen kann und eventuell hier schon einen Defekt erkennen kann. Ansonsten muss ich halt das Gerät noch weiter auseinandernehmen. Um die drei Schrauben vom Akku zu lösen, am besten einen Kreuzschlitzschraubendreher nehmen und eine Schale, um die Schrauben aufzufangen. Dann hier diese zwei Schrauben lösen. Und hier hinten im Griffstück noch diese Schraube lösen, dazu den Akku etwas festhalten, dass er eben nicht herausfallen kann. Dann das Gerät festhalten und den Akku vorsichtig herausziehen. Dann schauen wir uns als erstes mal den Akku an. Wir können auch gern noch den alten Akku daneben legen, um zu gucken, ob irgendetwas abgebrochen ist. Hier, das ist nochmal der alte. Da war einfach das Problem, der ging nicht mehr richtig zu laden. Und hat deswegen nur die Hälfte der Laufzeit gehabt, aber ansonsten war nichts kaputt dran. Ich drücke mal hier die Taste, das sieht man, der Akku schaltet sich ein. Jetzt gucken wir mal hier bei dem, den ich gerade ausgebaut habe, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert auch. Also hier am Akku scheint schon mal kein Defekt zu sein. Auch hier oben der Schalter schaut genauso aus wie bei dem anderen Akku. Das ist soweit alles okay. Also das ist nicht die Fehlerursache. Nachdem ich den Akku entnommen habe, kann man schon relativ sicher sagen, dass hier dieser Drückschalter oder Einschalter, dass der innen drin gebrochen ist. Da ist hier das, so ein roter Hebel. Und wenn ich den drücke, das mache ich jetzt nochmal, dann kann man sehen, wie hier dieser Einschalter rauskommt. Hier. Und wenn ich jetzt den gedrückt halte und hier dagegen drücke, merke ich schon, oh, das federt richtig. Da muss hier innen die Mechanik gebrochen sein. Das heißt, wir müssen hier diesen gesamten Schalter ausbauen und eventuell kleben oder eben ersetzen. Um hier an diesen Hebel zu kommen, an diesen roten, muss man leider das Gerät fast komplett auseinanderbauen. Dazu eben hier hinten diesen Filter abdrehen. Diesen entnehmen, hat man den Staubbehälter bereits entleert, kann man hier diesen Staubbehälter entnehmen, dazu die Entriegelung nach vorne schieben, mit etwas Geschwindigkeit, mal schauen, ob wir das so hinbekommen, dass sich hier vorne der Deckel öffnet und dann hat man hier unten noch die Möglichkeit, diese Taste zu drücken. Ich drücke die mal, dann kann ich den Staubbehälter komplett entnehmen. Als nächstes die Schrauben hier und hier mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen und die Schrauben hier, hier, hier und hier entfernen. Dazu am besten wieder eine andersfarbige Schale hinlegen, damit man eben die Schrauben nicht verwechseln kann und die Schrauben vorsichtig entfernen. Hat man die Schrauben gelöst, kann man jetzt vorsichtig dieses Teil nach in diese Richtung abziehen. Das brauchen wir nicht, das können wir jetzt erstmal wieder zur Seite legen. Bevor man jetzt diese zwei Torx-Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher öffnet, empfehle ich erstmal das Gehäuse hier mit einer weichen Bürste staubfrei zu machen, damit eben beim Öffnen des Gehäuses der Staub nicht hier innen in dieser Platine reinkommen kann. Wie gesagt, wenn man hat, wieder einen neuen Behälter nehmen und hier diese Torx-Schrauben lösen. Das ist bei mir jetzt eine TX8 Torx-Schraube.
zum Öffnen dieses Gehäuses vorsichtig mit einem Schraubendreher hier diese Nasen hochhebeln, dazu hier vorsichtig rein. Schauen, ob ich das besser zeigen kann. Hier ist jetzt schon die Nase ab. Da. Und jetzt auf dieser Seite genauso. Am besten man hat den älteren Schraubendreher, der schon ein bisschen gebogen ist. Da kommt man hier schön drunter und dann kann man hier die Nase runterhebeln. Und jetzt vorsichtig das Ganze etwas nach vorne schieben. Nicht zu sehr reißen, weil sonst reißt man die Leitungen ab. Und jetzt muss man hier unten die Kontakte, die vom Akku kommen, beziehungsweise vom Schalter, die muss man lösen. Das sind die beiden Kontakte. Möchte man sich das Arbeiten an der Platine etwas erleichtern, kann man auch diesen weißen Deckel abmontieren, dazu etwas Silikonspray zwischen diesen zwei Kontaktpunkten und Deckel geben und den Deckel vorsichtig nach oben schieben. Auch hier wieder, wenn möglich, einen neuen Behälter nehmen und die Schrauben mit einem TX8 Torx Schraubendreher rausdrehen. Vorsichtig, dass eben die Unterlegscheibe auch mit rausgeht und nicht runterfällt. Hier ist eine Unterlegscheibe dabei. Das gleiche bei dem anderen Kontakt. Als nächstes diese beiden Kontakte hier etwas zurückbiegen, damit man eben die ganze Platine und alles entnehmen kann. Dazu am besten eine Spitzzange nehmen, aufpassen, dass man die Platine nicht beschädigt und vorsichtig die Kontakte etwas zurückbiegen. Die beiden Hauptkontakte vom Schalter bzw. vom Akku sind jetzt soweit richtig hingebogen, dass ich eben die ganze Platine nach hier vorne entnehmen kann. Jetzt fehlt bloß noch hier dieser kleine Kontaktpunkt bzw. Stecker, der muss entnommen werden. Und dann kann ich die ganze Platine nach vorne wegschieben. Dazu hier vorsichtig drunter gehen und ganz vorsichtig den Stecker abhebeln. Okay. Und jetzt kann ich die Platine vorsichtig nach hier vorne wegschieben. Das sieht man schon, hier hinten kommt auch der Schalter bzw. die Platine vom Schalter mit raus. Das kann man jetzt alles schön entnehmen, zur Seite legen und hier hat man jetzt die zwei Hauptkontakte, wo eben der Hauptstrom für den Staubsauger durchfließt und dann hier nochmal ein zusätzliches Mess- oder Überprüfungskabel und zu guter Letzt hier diese beiden Schrauben lösen, einmal diese und diese. Hier komme ich leider mit diesem TX8 Schraubendreher, Torx Schraubendreher, komme ich nicht dran, weder von hier noch hier. Deswegen werde ich jetzt hier einfach einen Bit nehmen, da komme ich schön drauf und versuchen mit dem Bit diese Schrauben zu entnehmen. Als nächstes hier diese Abdeckung entnehmen, dazu vorsichtig das bisschen nach oben hebeln. Und schauen, dass eben hier diese Nasen nicht abbrechen. Hier ist eine Nase. Hier. Und hier ist eine Nase. Wie gesagt, hier das vorsichtig nach oben hebeln. Am besten nach oben und ein bisschen nach hinten drücken, damit eben das vorsichtig rauskommt. Und dann durch hin und her wackeln. Das entnehmen. Man sieht schon hier, die Kontakte sind noch nicht weit genug gebogen, denn hier durch diesen Schlitz passen sie nicht durch. Das heißt, die Kontakte noch etwas nachbiegen. Jetzt nochmal versuchen, vorsichtig durch hin und her bewegen. Diese Leitungen zu entnehmen. Jetzt diese Abdeckung hier reinlegen und zur Seite. Und hier, so schaut es aus.
Und als letztes dann noch hier hinten diese TX8 Torx-Schraube entnehmen. Dazu nehme ich diesen Torx-Schraubendreher, denn der ist ein bisschen länger als dieser. Da komme ich wirklich bis zur Schraube hinter. Vorsichtig abschrauben. Nachdem die Torx-Schraube hier hinten gelöst ist, kann man jetzt zum Beispiel mit einer Spitzzange vorsichtig den Inhalt entfernen und herausziehen. Okay, man sieht schon, das ging jetzt so schwer, weil hier oben eine Dichtung sitzt. Ich werde jetzt hier diesen roten Triggerschalter abmontieren und dann hier diese gerissene Stelle kleben. Dazu hier vorsichtig runtergehen. Dann kann man schon auf der Seite ein bisschen abhebeln. Dann die andere Seite genauso abhebeln. So, ist er ab. Schauen, dass die Feder am besten dran bleibt. Und jetzt kann man hier diese defekte Stelle in Ruhe kleben, beziehungsweise sich hier einen neuen Triggerschalter besorgen und dann diesen wieder einbauen. Ich nutze zum Kleben hier dieses HG Power Glue. Da habe ich bisher ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Und vor allen Dingen steht auch hier drin in diesem Hebel, dass es ABS Kunststoff ist. Den kann man hier ohne Primer relativ einfach kleben. Dazu die Bruchstelle bzw. den Bereich bei der Bruchstelle hier mit stinknormalen Alkohol reinigen. Beziehungsweise entfetten. Und wenn man möchte, kann man hier noch ein bisschen den Kunststoff aufrauen, damit der Kleber noch etwas besser hält. Ich habe da jetzt so einen kleinen Schraubendreher genommen, der an den Ecken schön spitz ist, und dann reibe ich hier noch ein bisschen den Kunststoff auf, damit der Kleber noch ein bisschen besser hält. Auch hier auf der Innenseite etwas. Dann nochmal kurz entfetten bzw. reinigen und jetzt den Hebel entsprechend kleben. Damit sich der Riss schön schließt, etwas dagegen drücken und dabei dann das Granulat auftragen. Und das gleiche von der Innenseite machen. Die Innenseite ist schon ein bisschen Kleber. Ich werde den Kleber noch ein bisschen verstreichen innen und dann noch mal ein bisschen Granulat drauf geben. Denn hier kann ich nicht so viel Granulat aufgeben, denn sonst reibt es innen. Nur ein bisschen. So. So, jetzt den Hebel hier noch 5 Minuten trocknen lassen und dann kann man den schon wieder einbauen. Der Schalter ist jetzt soweit getrocknet und kann wieder verbaut werden. Dazu den vorsichtig wieder hier einhängen. Nach unten schieben, jetzt ist er auf jeden Fall eingerastet. Jetzt die Feder wieder einspannen. Um vor dem Einbau die Funktion des roten Hebels testen zu können, am besten hier oben die beiden Hauptkontaktpunkte mit Isolierband abisolieren, dass es eben keinen Kurzschluss gibt. Dann hier auf dem Akku die gesamte Geschichte wieder aufstecken und dann einfach mal den roten Hebel drücken und gucken, ob hier unten die Akkuanzeige aufleuchtet. Es ist der Fall. Also es funktioniert wieder alles ordnungsgemäß und kann jetzt wieder verbaut werden. Dazu die ganze Apparatur wieder entnehmen, Akku zur Seite stellen, Isolierband hier oben entfernen. Und bevor man das jetzt alles in das Gehäuse wieder reinschiebt, hier oben mal mit der Zahnbürste den groben Staub etwas entfernen, damit die Dichtung auch wieder relativ gut abdichtet. Vielleicht auch mal von unten noch.
Dann hier diese Dichtung noch etwas reinigen. Bevor ich jetzt hier diese ganze Mechanik mit den Kontaktpunkten wieder in den Griff hineinschiebe, werde ich hier vorne die noch ein bisschen zusammenkleben, damit das Einfädeln etwas einfacher gelingt. Und jetzt vorsichtig einfädeln. Da kommt schon hier die Leitung durch. Jetzt schauen, hier ist so eine Nut, dass diese ganze Mechanik schön in dieser Nut eingerastet wird. Man sieht es, hier rutscht es jetzt richtig rein. Ich zeige es nochmal hier. Das ist eine Nut. Links und rechts, hier sieht man die Nut und hier. Und da rutscht das dann schön rein. Jetzt sieht man hier oben die Dichtung, muss jetzt noch rein. Da ist diese Dichtung, die wir gerade mit der Zahnbürste sauber gemacht haben. Dazu von unten etwas schieben, oben an diesen Leitungen wackeln. Dann sieht man schon, dass die Dichtung wieder nach oben rutscht. Und jetzt würde ich sagen, ist die Dichtung drin. Jetzt überprüfen wir mal, ob der Schalter noch geht. Schalter funktioniert. Kann man schalten. Jetzt hier das Isolierband wieder entfernen. Das ist jetzt alles hier soweit eingefädelt. Ich werde jetzt hier unten diese Torx-Schraube wieder festdrehen im Griff. Torx-Schraube ist festgedreht. Und jetzt werde ich diese Abdeckung noch etwas mit der Zahnbürste reinigen und auch wieder die Leitung da einfädeln. Isolierband entfernt und dann hier diese vorgereinigte Abdeckung wieder einfädeln. Die Leitung noch ein bisschen ziehen, außer an dieser dünnen hier da nicht. Und jetzt diese gesamte Abdeckung wieder aufschnappen. Sitzt wieder und jetzt kann ich hier diese beiden Torx-Schrauben wieder einschrauben. Ich ziehe jetzt die Schrauben noch ein bisschen nach, indem ich den Bit aufsetze und hier mit einem kleinen Schraubenschlüssel das noch ein bisschen nachziehe. Die Leitungen sind jetzt ordentlich eingefädelt. Jetzt kann man hier diesen Motor mit Platine wieder nach unten drüber fädeln oder auch einfädeln. Dabei hier schauen, dass hier die Leitungen richtig eingefädelt werden und hier oben die Platine vom Schalter auch wieder richtig reinrutscht. Platine vom Schalter ist drin, ohne zu verbiegen. Hier unten schauen die Leitungen durch. Das passt auch. Die Kontakte vorsichtig wieder zurechtbiegen. Dann die Kabelschuhe wieder hier an diese Platine anschrauben. Okay, die beiden Kabelschuhe sind jetzt wieder an den Hauptkontaktpunkten von der Platine befestigt. Jetzt noch hier diesen kleinen Stecker wieder aufbringen. Stecker steckt wieder. Leitungen sind nicht beschädigt. Jetzt kann man die ganze Geschichte wieder zusammenbauen. Da die Platine relativ stark verstaubt ist, werde ich es jetzt noch mit einem weichen, sauberen Pinsel etwas abbürsten. Und auch die Innenseiten, weil hier die Dichtungen sind auch ziemlich verstaubt. Jetzt hier diesen Deckel wieder vorsichtig in diese beiden Nasen einrasten. Jetzt vorsichtig den Deckel aufsetzen. Jetzt hier die Nase einrasten, hier auch.
ist eingerostet. Schauen, ob dieser Schalter geht. Passt auch. Dann die beiden Schrauben wieder hier einfädeln und festschrauben. Bevor ich jetzt dieses Teil wieder aufschiebe, werde ich nochmal rundherum die Dichtung etwas säubern. Und auch hier das gegenüberliegende Teil, was auf der Dichtung aufliegt, auch nochmal mit einem Feuchttuch etwas abwischen. Und jetzt das gesäuberte Gehäuse hier wieder vorsichtig einschieben. Und jetzt kann man die Schrauben wieder einschrauben. Jetzt dann den Staubbehälter wieder einsetzen. Hinten den Staubfilter wieder einsetzen. Jetzt den Akkupack einsetzen bzw. einschieben. Bevor ich jetzt den Akkupack festschraube, überprüfe ich nochmal den Staubsauger auf Funktion. Dazu die Taste drücken und er geht wieder. Dann kann ich hier die Schrauben noch reinschrauben. Und jetzt noch einen finalen Funktionstest, nachdem alles wieder zusammengeschraubt ist. Erstmal auf Stufe 1. Funktioniert. Stufe 2. Funktioniert. Stufe 3. Funktioniert auch. Und jetzt nochmal auf Stufe 1 gucken, ob überhaupt ansaugt. Auf Stufe 2. Und auf Stufe 3. Funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was ich hätte noch besser machen können. Über ein Abo sowie über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und ciao.